Moin, ich bin Daniel und das hier ist das Review zu der Rocket Cone Ammo. Viel Spaß! Das ist also die neue Rocket Cone Ammo. Das Gehäuse von der Maus besteht komplett aus Plastik und nur die Berührungspunkte der Hand bzw. der einzelnen Finger wurde beschichtet. Zu Beginn der Nutzung hatte ich Probleme mit dem Halt auf der Maus, jetzt nach über einem Monat täglicher Benutzung hat die Beschichtung viel mehr Grip. Die Aussparung für den Daumen auf der linken Seite war am Anfang für mich sehr ungewohnt, da die schon relativ kantig und tief ist. Für den kleinen Finger gibt es zwar keine einzelne Aussparung, aber es wurde durch die Form auf der rechten Seite ein bisschen mehr Ablage für den Mittelhandknochen geschaffen. Beide Maustasten sind ganz leicht konkav, was aber ausreicht, damit man nicht versehentlich von den Tasten abrutscht. Abrutschen wird auch bei dem gummierten Mausrad schwer. Dazu rastet es angenehm ein und ist schön leise. Das 1,8 Meter lange USB-Kabel hat eine Stoffummantelung, welche sich im Vergleich zu anderen Sleeves rauer, aber nicht schlechter anfühlt. Insgesamt hat die Maus 5 zusätzliche Tasten, welche über die Software belegt werden können. Dazu nachher noch genaueres. Alle Tasten sind aber gut erreichbar und lassen sich angenehm drücken. Auf der Unterseite sind 6 Gleitfüße, die auch auf meinem Razer Mousepad gut rutschen. Der verbaute optische Sensor wird als Rocket Owl Eye vermarktet. Dahinter verbirgt sich aber der PixArt 3361 Sensor. Durch die Zusammenarbeit der beiden Firmen wurde der Sensor aber nochmal optimiert. Ich nutze die Maus, genauso wie alle anderen Mäuse, mit 800 dpi und bin damit sehr zufrieden. Ab 5000 dpi habe ich bei mir leichtes Jittering. Mausbeschleunigung und Linienbegradigung konnte ich nicht feststellen. Die DPI kann man im Treiber in 50er Schritten in 5 Stufen abspeichern. Standardmäßig kann man dann die beiden Tasten beim Mausrad nutzen, um sich durch die 5 Stufen zu schalten. Nun kommen wir zu dem gerade erwähnten Treiber, welcher sich Rocket Swarm nennt. Direkt am Anfang begrüßt uns eine Favoritenseite, bei der wir uns die wichtigsten Einstellungen anpinnen können. Wenn wir schon von Einstellungen reden, im Reiter Einstellungen kann man die Geschwindigkeit vom vertikalen und horizontalen Scrollen einstellen, sowie die Geschwindigkeit vom Windows-Mauszeiger und vom Doppelklick. Diese 4 Einstellungen werden dann in Windows überschrieben. Als 5. Einstellmöglichkeit gibt es hier dann auch noch die 5 DPI-Stufen. Im Reiter Tastenkonfiguration kann man dann alle 12 Tasten mit folgenden Dingen programmieren. Angefangen mit Makros, diese kann man sich entweder selber erstellen oder aus einer vordefinierten Spieleliste auswählen. Man kann aber auch einzelne Hotkeys zuweisen. Was ich als Ex-Counter-Strike-Suchti extrem genial finde, ist, dass man sich einen Timer stellen kann. Dann gibt es noch Standardfunktionen, erweiterte Funktionen, Browser- und Multimedia-Shortcuts, die Möglichkeit Programme zu öffnen und ganz wichtig, man kann das System herunterfahren. Hinter Rocket-Funktionen verbirgt sich unter anderem die Easy-Shift-Funktion, welche eine Doppelbelegung der Tasten zulässt. Standardmäßig ist die T3-Taste mit der Easy-Shift-Funktion belegt, wenn man diese drückt und hält, hat man eben Zugriff auf die Doppelbelegung. Es gibt auch noch die erweiterten Einstellungen. Dort kann die Frequenz ausgewählt werden, Angle Snapping bzw. Linienbegradigung aktiviert werden und die Distance Control Unit für die Lift-Off Distance kalibriert werden. Hier gibt es auch noch die Möglichkeit, Sound Feedback zu aktivieren. Durch die bekommt man von einer sehr angenehmen Stimme beispielsweise die aktuelle DPI angesagt. Aber die DPI-Anzeige gibt es leider nur in 200er Schritten. 600 DPI, 800 DPI, 1000 DPI. Der letzte Reiter ist für die Steuerung der Beleuchtung. Escape Breathing, also pulsierend, dabei gehen alle LEDs nacheinander an. Sehr ähnlich dazu ist Heartbeat, bei dem Modus wird aber immer nur eine Seite auf einmal aktiviert. Im Full-Lit-Modus kann man alle 11 LEDs einzeln ansteuern. Der Snake-Modus aktiviert nach und nach die LEDs. Dann gibt es natürlich noch die Color Wave, bei dem Modus werden einfach alle Farben durchrotiert. Zum Schluss kann man dann noch das Ammo Intelligent Lighting System auswählen. Beschrieben wird das Ammo System als hochmodernes und intelligentes Beleuchtungssystem. Die einzige Intelligenz, die ich feststellen konnte, war, wenn man die Easy Shift Taste oft hintereinander klickt, werden die LEDs nach und nach blau. Ähnlich ist das mit dem Rechts- und Linksklick, dabei breitet sich aber immer eine random Farbe aus. Schön wäre auch noch eine Funktion, die LEDs automatisch bei Nichtbenutzung zu deaktivieren. Ähnlich wie zum Beispiel bei Razer.
Im unteren Bereich der Software sieht man seine Profile. In dessen Kontextmenüs kann man das ausgewählte Profil einer Anwendung zuweisen. Dafür sollte dann aber auch die Option Profile Auto Switch aktiviert werden. Sobald die Anwendung dann im Fokus ist, wird das Profil ausgewählt. Des Weiteren kann man das Profil exportieren, importieren, löschen und als Desktop-Profil festlegen. Das Desktop-Profil wird dann immer verwendet, wenn man auf dem Windows-Desktop arbeitet. Die Auto-Switch-Funktion benötigt meistens einen kleinen Moment, bis das Programm erkannt wird. Profile 2. Desktop Profile. Im Profilmanager sieht man dann, welche Profile auf dem Onboard-Speicher abgelegt sind und welche lokal auf dem PC gespeichert wurden. Sonst hat man dieselben Funktionen wie unten in der Liste, außer dass man im Profilmanager nur über Umwege ein neues Profil anlegen kann. Im Makromanager kann man ebenso wie bei der Tastenkonfiguration die Makros verwalten. Oben in der Leiste ist dann noch Smart Connect, welches für die Smartphone-Integration zuständig ist. Leider funktioniert es bei mir noch nicht und Andy vom Support hat mir jetzt auch nicht mehr geantwortet. Der Reiter AMO beinhaltet globale Einstellungen, um AMO, TalkFX oder AlienFX zu aktivieren. Bei den unterstützten Produkten hat man dann aber nur eine Präsentation vom AMO-System. Fazit: Ich habe zwar keinen Hut auf, aber Hut ab Rocket, die Cone AMO ist verdammt gut. Mir persönlich ist aber die Daumenvertiefung etwas zu tief bzw. die Kante dort zu kantig. Auch ist mir aufgefallen, dass die beiden Plastikteile für die LEDs nicht zusammengeklebt sind und somit etwas herausgehoben werden können. Sonst gibt es aber an der Hardware einfach nichts zu kritisieren. Bei der Software gibt es dann aber doch noch etwas zu kritisieren. Es fehlen manchmal bei den Makros die Pfeile für die Untermenüs. Ende. Nein, Spaß. Ein Riesenproblem ist tatsächlich die CPU-Auslastung des Programms. Bei meinem i5 braucht der Monitorprozess durchschnittlich 13% CPU-Leistung, manchmal sogar noch mehr. Leider ist es wohl bei mir auch kein Einzelfall. Der Workaround dafür ist, dass man Rocket Swarm beendet. Dadurch verliert man dann aber Features wie zum Beispiel die AMO-Beleuchtung oder auch das Soundfeedback. Für aktuell ca. 80€ ist die Maus zwar nicht billig, aber wer einmal in eine gute Maus investieren will, ist mit der Cone AMO gut beraten. Die Softwareprobleme werden dann hoffentlich in Zukunft noch behoben. Vielleicht äußert sich ja noch jemand von Rocket dazu. Das war's jetzt aber mit dem Review von der Rocket Cone AMO. Wenn es dir gefallen hat, dann lass es mir natürlich wissen. Kritik darf aber so wie immer gerne unten in den Kommentaren. Und ja, ciao bis zum nächsten Video. Man sieht sich.